noch einmal hier vor der Frankfurter Börse, bevor ich morgen dann wieder nach Tokio fliege. Also morgen ein letztes Video nochmal von dieser Seite des Kontinents. Und deshalb der Blick natürlich auf den DAX. Der ist gar nicht so toll unterwegs, zumindest mal nicht aus bullischer Sicht. Er hat allerdings seine Hausaufgaben gemacht, seine Zone erreicht. Ungefähr 13.200 bis 400 haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist so eine klassische Zone. Und im Moment geht der Kurs relativ zügig nach unten weg. Das ist kein Versprechen, aber zumindest mal eine Chance, dass der Markt von jetzt ausgehend da einfach noch mehr Potenzial nach unten hat. Das Ganze wird befeuert und unterstützt von den amerikanischen Indizes, denn die sind relativ stark auf der Abwärtsseite unterwegs. Also wir können, müssen, dürfen damit rechnen, dass da von der Seite aus nicht wirklich Unterstützung auf der bullischen Seite des Marktes eben zu sehen ist. Was spannend ist, ist gerade der Goldkurs, denn der ist ziemlich hektisch nach oben unterwegs. Wir sehen das, ein wunderschönes Muster im Tageschart. Trendkanal unten als Tiefe ausgebaut, dann von dort ausgehend jetzt ziemlich zügig hoch. Als letztes hatten wir eine ABC runter, ein mustergültiges Verhalten und jetzt die Chancen auf den nächsten Anstieg. Und die könnten im kleinen, die mittleren und dann später im großen Bild die Bullen triggern, wieder hier auf die Käuferseite zu gehen. Ansonsten heute nachrichtenseitig zumindest mal offiziell nicht so richtig viel auf dem Plan. Es gibt natürlich immer so kleinere Sachen. Insofern drauf gucken auf den Markt ist immer sinnvoll. Achten Sie darauf, wo die starken Bewegungen sind, wo die Hektiker unterwegs sind. Gucken Sie, dass Sie dies als Richtung identifizieren und warten Sie an, bis die schwache Seite uns dann einen günstigen, einen sinnvollen Einstieg da eben ermöglicht. So, jetzt hoffe ich, dass es nicht zu windig war zwischendurch. Lies es hier mal ein bisschen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite unterwegs sind mit den letzten Impressionen von der Börse hier in Frankfurt. Ich will immer Tokio sagen, aber mit den letzten Impressionen von dieser Seite. Jetzt zurück zu Ihnen und auf den Markt und wir sehen uns in Kürze dann wieder von der anderen Seite des Globus.